Ja, Joachim, schön, dass du da bist, dass du einen kleinen Zwischenstopp machen konntest auf dem Weg von der IBC über Frankfurt. Und das jetzt dieses Mal live direkt bei der Filmarena. Wir haben uns vorgenommen, wir reden jetzt über das, was tatsächlich irgendwie Neues dabei ist. Ja, also erzähl mal, wie sieht's aus? Weißt du, was das Neueste war? Ha? Das Neueste war, dass alle Leute gefragt haben, was es Neues gibt. Also auf gut Deutsch, so diese offensichtliche Neuheit, das ist jetzt brandneu, das kommt jetzt, das gab es am Ende nicht. Vielleicht zwei kleine Trends. Der eine Trend natürlich ganz sicher, dass wir wieder irgendwelche neuen Henkel-Kameras kriegen, also sprich das neue Profi-Einsteiger-Segment. Und da gibt es gleich zwei, sag ich mal, witzige Sachen. A, Canon ist wieder mit dabei, gleich mit einem ersten Henkelmann mit 4K und 50p, aber ohne HDR. Dafür macht Sony neue Profi-Einsteiger mit 4K 25 bzw. 30p mit HDR. Jetzt kannst du wählen zwischen Pest und Cholera. Wieso Pest und Cholera? Naja, also wenn man es ganz modern haben wollen würde, dann hätte ich gern die Wahlmöglichkeit, ich möchte 4K 50p HDR. Okay. Ja gut, wenn sie das nicht bieten, muss ich mich entscheiden. Dabei stellt sich so die ganz grundsätzliche Frage, was hast du denn für einen Eindruck, wohin geht denn die Branche? Weil wenn man so durch die Foren geht, die Leute, klar, sie unterhalten sich über neue Camcorder und tausend technische Möglichkeiten, aber wird das denn letztendlich wirklich gekauft, das Zeug? Also diese ganzen Camcorder oder? Also meine, es gibt ja viel, viel weniger Camcorder als noch vor Jahren. Das muss man einfach mal sehen. Es gab früher pro Jahr etwa 70 Neuerscheinungen, wenn man das Amateursegment bis in Profisegment rein, das sich mal angeschaut hat. Inzwischen liegen wir so, wenn es hochkommt, bei 20, vielleicht auch nur 15. Okay. Das heißt also, es gibt viel weniger Neuerungen. Die Kameramodelle, die sind jetzt etwa so 2-3 Jahre am Markt, dann, bis sie ersetzt werden durch neue Modelle. Die Hersteller pflegen tatsächlich die Kameras über Updates inzwischen relativ gut. Es ist also wirklich auch ein Trend, den kann man quer durch alle Hersteller festhalten. Sie sagen, wir bringen Neuerungen in den Modellen, die da sind. Das kann man natürlich das auch umdrehen und sagen, okay, ihr habt nie eine Kamera, die ganz fertig ist. Sie bringen unfertige Modelle auf den Markt und reparieren in Anführungsstrichen, während die Dinge auf dem Markt sind. Ja gut, reparieren ist reparieren viel gesagt. Ist vielleicht wirklich ein bisschen. Aber sie bringen sie auf den Stand. Sie bringen sie auf den Stand, genau, so ist es. Also das heißt, das ist eher eine fortlaufende Entwicklung, wie wir halten hinter geschlossenen Türen zu und dann irgendwann, wenn alles mal ganz, ganz, ganz fertig ist, dann präsentieren wir ein ganz tolles neues Modell. Früher. So war das früher, ja, natürlich. Aber ich sag mal, der einzige Hersteller, der das tatsächlich noch in dem Sinne macht, ist sicherlich Arri, die auch zu ihrem 100-jährigen Jubiläum jetzt ganz klar gesagt hat, nö, es gibt kein neues Modell, ist nicht fertig. Okay. Na gut, das ist ja im Lichtbereich, bei Cineflow ist das ja auch so gewesen. Bevor die sich an die LEDs reingetraut haben, haben sie erstmal ganz, ganz lange gewartet und haben jetzt natürlich auch einen Scheinwerfer rausgebracht, der einfach super toll ist. Ne? Und wahrscheinlich gehört dazu halt auch, dass man heute bei einer IBC oder auch bei einer NAB nicht mehr den Zeitpunkt nutzt, da präsentieren wir dann mit großem Knall und Gedöns eine neue Kamera oder ein neues Produkt, sondern das macht man dann, wenn es fertig ist. Und das kann halt auch mal irgendwie einen Monat vorher sein oder zwei Monate vorher sein. Ja gut, das heißt, geht ja eh durchs Netz. Das ist das eine. Und das zweite ist einfach das, dass man sagt, so, ja, bis wir es präsentiert haben, bis wir es dann ausliefern, dann ist die IBC immer noch gut, um das Modell erstes Hands-on zu machen für die Leute. Und das heißt nicht unbedingt, dass die Attraktivität von so einer Messe jetzt gestiegen ist dadurch, sondern eher gesunken. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es immer noch genügend Trends und da gibt es jetzt, sag ich mal, zwei Sachen, die ich ganz interessant finde. Das eine ist sicherlich das HDR-Thema. Das kommt, da können wir uns wahrscheinlich auf Dauer, kann sich da keiner vordrücken. Eine der ganz tollen Sachen für mich ist, dass man jetzt erkennt, wie der Weg gehen könnte, also mit einem Flag, sodass man quasi eine HDR-Erkennung mitschickt mit dem Dateiformat, wo drin steht, hey, dazu gehört folgendes Profil eigentlich dazu, sodass am Ende auch ein Fernseher ohne große Schwierigkeiten einfach erkennt, aha, das ist ein HDR-File, gehört folgendes Profil dabei,
Ja, wird das dann vom Schnittsystem übernommen? Das ist eben das Edius 9 macht das jetzt schon. Okay. Edius 9 übernimmt das Flag, du erkennst es und du kannst es dann auch trotzdem noch wandeln, wenn du dein eigenes Gamma-Profil bzw. dein eigenes Profil hast und deinen eigenen Style hast, dann kannst du es immer noch ändern. Aber es wird zumindest mal so und durchgereicht. Der Fernseher muss es aber dann können, ne? Wenn der Fernseher das nicht kann, dann kannst du es nicht zeigen, das ist klar. Und am Ende sind es im Moment jetzt mal die Amateurkisten, die es können. Ne? Also bis die Profi-Monitor-Klasse das kann, das dauert offensichtlich etwas länger, das sind Stückzahlen kleiner. Ja. Da ist der Austausch nicht ganz so schnell wie im Amateursegment, entsprechend dauert es da ein bisschen länger. Ja, und das zweite Thema ist sicherlich Streaming. Mhm. Das ist nochmal ganz kurz zurück, bevor wir zum Thema Streaming nochmal kommen. Wenn du sagst, es kommen heute noch 20 auf den Markt, wo es früher 70 waren, das ist doch eigentlich positiv, weil die ganze Zeit haben sich die Leute immer beschwert und gesagt, bevor ich gekauft habe, ist das schon wieder veraltet, was ich gekauft habe, weil der Hersteller schon wieder ein neues Modell gebracht hat. Und insofern denke ich, dass die Industrie da ja nun auch so ein bisschen nachzieht und sagt, okay, also jetzt kommen wir mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und bringen nicht alle 4 Monate ein neues Modell raus. Also die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Also natürlich macht es den Anschein, aber das bedeutet einfach darauf hin, dass die Stückzahlen einfach nicht mehr in derselben Größenordnung sind. Das ist in erster Linie einfach dem geschuldet, weil wenn ich merke, ich verkaufe Stückzahlen und ich verkaufe die schnell genug durch, dann entwickle ich auch schnell genug ein neues Modell mit irgendwas Neuem da dran. Das hat natürlich einen tatsächlichen Effekt, dass man einfach sagen muss, der Camcorder ist eigentlich inzwischen extrem gut entwickelt, fertig entwickelt vielleicht einfach auch. Ja. Und na gut, dann baut man neue Dinge ein, ne? Wie HDR und 4K. Diese Features sind ja nur tatsächlich Sachen, die einfach Produktionszyklen oder Produktzyklen bedürfen. Das heißt also, ich fange ja mit HDR erst was an, wenn mein Schnittprogramm das kann, wenn mein Monitor das kann und so weiter. Das heißt also, es bringt auch nichts, nach HDR noch HDR 2, 3, 4, 5 zu bringen, weil sie haben ja noch nicht mal das echte HDR. Wir wissen jetzt schon, dass wenn wir HDR sehen wollen, irgendwie dieses NIT 1000, das man im Moment sagt, also die Helligkeit, die so ein Monitor bringen muss, dass das wahrscheinlich für die echte HDR, das wir am Ende kriegen, im professionellen Segment nicht ausreichen wird. Das wird ein Konsumerformat sein. Das heißt also auch, es ist alles noch nicht hundertprozentig bis zu Ende gedacht oder vielleicht auch noch nicht bis zu 100% zu Ende abgestimmt von den Herstellern. Das ist vielleicht viel eher die Kritik, die man da haben kann, dass die Hersteller sich nicht mehr an einen Tisch setzen und sich nicht mal Gedanken machen, was ist denn der nächste neue Trend und was gehen wir denn gemeinsam an? Was muss denn der Konsumer jetzt im Prinzip beachten? Also von der Messe her, du sagst, es gibt jetzt eben ein paar neue Camcorder, es gibt HDR, ist ein großes Thema. Was macht der Konsumer jetzt? Muss der jetzt alles einfach neu anschaffen und sagen, okay, weg mit dem alten Kram und dann... Also der Konsumer, der wird sich in erster Linie jetzt erstmal daran gewöhnen müssen, dass er in Zukunft seine für ihn interessanten Camcorder, nämlich die neuen Profi-Einsteigersegment-Camcorder, auf einmal beim Profi-Händler kaufen muss und er sie gar nicht mehr im Fachhandel bzw. im Fotofachhandel und UE-Handel so direkt bekommen kann zum Teil. Also bei Canon geht es noch beim Fotofachhandel, bei Sony geht es wirklich nur über die Professionals. Und was ist mit den ganzen kleinen Camcordern? Hast du da noch wieder was gesehen auf der Messe? Ja, also diese Mini, diese Palmcorder und wie sie alle heißen? Da gab es jetzt nicht wahnsinnig viel Neues. Das einzige echt Neue da dabei ist sicherlich die Sony RX0, die ja eigentlich sogar von der IFA kommt, nicht von der IBC. Die wirklich eine Action-Cam in einem professionelleren Gewand ist. Mal sehen, ob damit jetzt Sony irgendwie in dem Action-Cam-Segment ein bisschen besser Fuß fasst, weil es auch so den Formfaktor der typischen Action-Cam oder nennen wir es beim Wort von GoPro hat, was ja Sony bisher so nicht hatte. Muss man mal sehen, was die Kamera dann am Ende wirklich kann. Aber ich sag mal, das ist nicht der Trend und die IBC ist natürlich die eigentliche Profimesse. Das heißt also, da kann man viel eher den Puls fühlen von dem, was findet denn im Produktionsmarkt statt. Und für den, sage ich mal, Kleinproduzenten, so wie ich das bin, der also jetzt nicht gleich die neue Venice kauft von Sony für, ich glaube, 37.000 Euro den Body. Den Body und dann nochmal habe ich gerade 6.000 für den
suche nochmal den Rekorder, den Preis haben sie mir noch nicht genannt. Plus Objektiv. Plus Objektiv, genau. Also wir reden von 100, grob über den Daumen. Ja, wahrscheinlich nicht ganz. Wir reden wahrscheinlich von etwa 65 bis 80. Naja gut, auch gut. Also wie auch immer, wenn das nicht interessant ist, dann ist es einfach diese Einsteigersegment, das wir gerade schon besprochen haben. Und dazwischen drin hat es tatsächlich nicht wesentliche Neuerungen gegeben. Es sei denn, man betrachtet natürlich Panasonics EV1 als die Neuerung schlechthin. Aber die wurde ja auch schon zur NAB vorgestellt. Und die soll nun tatsächlich im Oktober geliefert werden und ich weiß jetzt schon, Oktober wird wahrscheinlich eine Mini-Mini-Stückzahl von ganz wenigen dann an irgendwelche Endkunden ausgeliefert werden, also auf gut Deutsch. Die hängen jetzt schon ein bisschen hinterher. Wahrscheinlich wird es eher November oder gar Dezember und realistische Stückzahlen erst nächstes Jahr. Aber das bedeutet doch eigentlich für den Produzenten jetzt auch eine gewisse Investitionssicherheit, ne? So würde ich das jetzt mal sehen. Ja, das ist schon so. Also zumal man sich jetzt auf eines ja verlassen kann, also wenn man EF-Mount-Optiken hat, dann kann ich die in Zukunft einfach an ganz vielen Kameras verwenden. Genauso PL-Mount, also viele Kameras kommen ja sowohl mit EF als auch PL oder auch E-Mount, der ein oder andere. So, dass man dann wirklich so, wenn man mal seinen Satz an Objektiven hat, zumindest da an der ganz teuren Kostenfront durchaus sagen kann, da lohnt es sich jetzt zu investieren, weil das scheint sich so als die 2 bis 3 Standards jetzt zu etablieren. Mhm. Ja, aber das ist doch gut. Das heißt, wenn ich also jetzt, ich sage jetzt mal ganz grob, mit Objektiven 6.000, 7.000, 8.000 Euro in die Hand nehme, kann ich mir schon was Anständiges kaufen. Ja, wenn ich im Bereich Cineoptiken unterwegs bin, reicht das Geld natürlich ja, so eher nicht, was tatsächlich ja auch schon wieder so ein Trend ist. Weil da haben wir inzwischen mehr Hersteller. Da haben wir jetzt Schneider, Kreuznach, da haben wir Zeiss, da haben wir Arri. Mhm. Und jetzt kommen eben dazu Tokina, da kommt dazu Sigma. Also das heißt, da kommen Samyang nicht zu vergessen. Ja, also das heißt aber, ich habe jetzt immer so Preise von 2,5, 3, 4 für ein gescheites Objektiv, habe ich so im Kopf. Natürlich kann ich auch 35 ausgeben, wenn ich mir ein Alora hinstelle, das ist schon klar. Aber da fängt es doch so irgendwo an. Na, im Bereich, also ich sag mal so, im Bereich Sinneobjektive fängt es da natürlich eigentlich noch nicht an. Oder andersrum. Wo fängt es denn an? Ja, realistisch bei 6,5 bis 8. Für einen Zoom oder eine Festbrennweite? Okay. Und wenn ich ein komplettes Set dann haben will mit Festbrennweiten, dann wird es natürlich deutlich teurer. Ja, das ist da. Was ist denn von den Festbrennweiten zu halten? Ich habe das öfter mal auf einer Sony Masterclass gehabt. Da hatte man so Koffer, die kosten dann so irgendwas mit 1500 Euro, sind 3 Festbrennweiten drin. Was ist davon zu halten? Also mit 3 Festbrennweiten kommen wir natürlich letztendlich nicht so wahnsinnig weit. Ja, ein Tele, ein mittleres und ein Weitwinkel. Weitwinkel, ja. Dass das dann meistens nicht so sehr Weitwinkel ist. Von daher, also sagen wir es mal so, ich glaube, dass das eigentlich der spannendste Trend ist, dass man eigentlich wirklich sagen kann, es kommt die Gestaltung aus dem Cinebereich jetzt in den Industriefilmerbereich rein. Also jeder wird sich damit anfreunden müssen, mit einer gewissen Unschärfe zu arbeiten, mit einem gewissen Style zu arbeiten, der einfach immer gleich aussieht. Dazu gehört dann, dass man ein gescheites Rigging auf seiner Kamera drauf hat, dass man beim Umrüsten zwischen verschiedenen Optiken eben nicht wahnsinnig viel Aufwand hat. Das heißt, die sollten alle baugleich sein. Genau das ist ja der Sinn von solchen Sets. Ja. Und da gibt es jetzt immer mehr und da gibt es auch ganz tolle Looks oder auch Objektive. Und ich glaube, dass es auch vom Preis her jetzt einfach langsam interessant wird. Auch wenn ich dazu sagen muss, das ist natürlich kein Sonderangebot. Das wird dann für den einen oder anderen oder für die meisten nach wie vor noch was sein, was sie eher im Vermietgeschäft sich dann leisten. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja so, also jetzt wenn ich meine LS300 nehme, da kriege ich ja auch die diversen Objektive dran. Aber ich muss ja nicht immer gleich alles kaufen. Nein, das würde ich damit auch nie sagen, aber es ist dann echt erschwinglich zu sagen, ich brauche das mal an den 2, 3, 4 Tagen und dann hole ich mir das eben. Okay, genau. Also das heißt, es gibt eine Menge neue Möglichkeiten im Sinne von Objektiven. Es gibt eine Menge neue Möglichkeiten im Sinne von HDR. Mhm. Es gibt eine ganze Menge
Möglichkeiten in Form von Streaming. Das haben wir jetzt nicht ganz so viel gestreift, aber es ist auch das komplexeste Thema da dabei. Wie auch immer, in jedem Fall ist es nach wie vor spannendes Thema. Gut, wunderbar. Ja. Dann haben wir die Fahrt gut rumgebracht und werden jetzt mal ein bisschen echte Videos machen. Ja, Filmarena aufzeichnen. Genau. Gut, okay.